Frau Schmoll, meine Damen und Herren, guten Abend. Ich muss kurz zwei Dinge dazu sagen. Ich bin zwar Mitglied der Akademie, stehe aber nicht als solches hier heute vor Ihnen, sondern als Mitglied der Universität Hamburg und als Sprecher eines Exzellenzclusters. Einige Bemerkungen aus der Sicht unseres Exzellenzclusters. Damit Sie diese Bemerkung verstehen können, muss ich kurz etwas dazu sagen. Keine Sorge, ich werde Ihnen Details ersparen und gehe nur schnell durch einige Dinge durch, damit Sie den Hintergrund dessen, was auf den letzten drei Folien kommt, und das sind die wichtigen, verstehen. So sieht das aus, was wir treiben. Understanding Written Artifacts, Schriftartefakte verstehen heißt das. Wir sind eine ziemlich große Gruppe, inzwischen fast 200 Menschen aus fast 40 Ländern. 60% unserer Fächer sind Asien-Afrika bezogen, 20 Europa bezogen, 20 Naturwissenschaften. Wir arbeiten viel mit Technikern und Naturwissenschaften zusammen. Etwa die Hälfte unserer Fächer sind sogenannte kleine Fächer. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, handbeschriebene Objekte, wenn man das mal so formulieren darf, von den Anfängen bis heute zu untersuchen. Das heißt, das sind nicht nur die schönen Manuskripte, da sehen Sie was an der Wand in einer Bibliothek, sondern auch Inschriften und Graffiti. Wir machen dieses global, gleich kommt noch eine Karte. Wir versuchen, so viele relevante Fächer wie möglich einzubeziehen, unter anderem die Naturwissenschaften. Und im Zentrum steht die wohl wichtigste oder eine der wichtigsten Kulturtechniken unserer Spezies, nämlich das Schreiben. Wir suchen hier nach empirischen Universalien, die nicht kultur- oder regional gebunden sind. Natürlich arbeiten wir mit Hamburger Institutionen zusammen. Dass Handschriftliches auch heute noch eine Rolle spielt, braucht nicht weiter kommentiert zu werden. Da können wir schnell durchgehen. Ostasien, die Kalligraphie. Wir haben in Timbuktu die Islamisten gehabt, die auf dem Vormarsch waren und drohten, auch dort die Familienbibliotheken zu zerstören. Mithilfe des Auswärtigen Amtes haben wir da ein größeres Projekt durchgeführt. Sie sehen aber, Inschriften gibt es auch ganz anderer Art. Ich habe gedacht, Verneigung vor unseren Gästen hier, den berühmten Karzer einfach zu zeigen. Alles das sind Inschriften, und wenn Sie aufgepasst haben vor der Staatsbibliothek, dort haben wir die Stolpersteine, ein sehr wichtiges Monument. Wir sind, die Karte ist leider nicht mehr ganz aktuell, wir haben noch ein paar mehr blaue Flecken inzwischen. Das sind die Regionen, in denen wir unterwegs sind, akademisch, aber auch mit Kooperation. So, die erste Folie. Kooperation mit Akademieprojekten. Wir arbeiten, und das ist das Schöne an unserer Arbeit, wir arbeiten gerne informell, ohne Abkommen, ohne formalisierte Dinge. Man kennt sich und man kann sehr schnell austauschen und aktiv werden. Wir haben aber aus verschiedenen Gründen ein Abkommen unterschrieben mit der Leipziger Bibliotheca Arabica. Informelle Zusammenarbeit haben wir, nicht weiter verwunderlich, mit dreien unserer Hamburger Akademie-Projekte, auf die werde ich nicht weiter eingehen, denn wir haben noch zwei Akademie-Projekte, die vorgestellt werden. Göttingen 2 in Berlin, das Torfan-Projekt, und wir stehen im regelmäßigen Austausch mit dem Inschriftenprojekt in Heidelberg und den Gandhara-Inschriften in München. Ich kann in der Diskussion gerne noch dann Details liefern, das ist jetzt nur für den Hintergrund. Bedeutung für die Geisteswissenschaften, nun nicht aus der Sicht des Akademienprogramms selber, sondern aus der Sicht der Universität, wenn ich das überhaupt richtig trennen kann. Erschließung und Bereitstellung von Kulturerbe oder Cultural Heritage oder wie auch immer man nennen es will, auf dem allerhöchsten Niveau. Das bedeutet Grundlagenforschung, die nur auf diese Art und Weise möglich ist. Das haben die Kollegen bereits hier ausgeführt. Und Grundlagenforschung ist eine Grundlage, nämlich für weitere Forschung. Auch hierzu bin ich gerne bereit, Beispiele zu nennen. Viele Forschung, die an den Universitäten betrieben wird, wäre ohne dieses Grundlagenprogramm gar nicht möglich. Wir stellen in diesen, nicht wir, Entschuldigung, ich habe kein Akademieprojekt, die Kollegen, die Akademieprojekte haben, stellen teils einzigartige Expertise zur Verfügung. Es gibt Projekte, die regelmäßig von Kollegen aus Asien, aus Amerika und anderen Regionen besucht werden, weil es nur an diesen einen Orten diese Art von Forschung gibt. Chancen für sogenannte kleine Fächer, es ist bereits erwähnt worden, diese Projekte sind ein Aushängeschild der hiesigen Geisteswissenschaften. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass es einen Mehrwert gibt, der sich nicht quantifizieren lässt, auch mit den besten Messmethoden nicht. Es gibt Reputation, Renommee, und da brauchen Sie nur die Kollegen auf der ganzen Welt zu fragen, und die wissen, wo die Dinge stattfinden. Leider gibt es auch Probleme, und die will ich nur anreißen hier. Und die hängen mit dem allgemeinen Wissenschaftsbetrieb zusammen, denn auch die Akademieprojekte müssen verwaltet werden, und auch hier gelten Regeln, die uns an der Universität genauso betreffen. Das erste ist eine zunehmende Uniformierung.
Was heißt Uniformierung? Es soll alles nach den gleichen Formaten gefördert werden, nicht das Akademienprogramm als solches, aber wenn irgendetwas aufgelegt wird, wird die Diversität, die ansonsten beschworen wird, völlig negiert und nicht mehr wahrgenommen. Wir haben sehr unterschiedliche Fächerkulturen, auch innerhalb der Geisteswissenschaften. Es gibt nicht die Geisteswissenschaften, das ist schlichtweg falsch. Wir haben eine Bürokratisierung, die manche von uns manchmal in den Wahnsinn treibt, wenn ich das sagen darf. Und ein Beispiel nur, es gibt das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die meisten von Ihnen werden es kennen, was lokal jeweils unterschiedlich ausgelegt wird. Das ist von Universität zu Universität verschieden und in einer ganzen Reihe von Fällen hat das fatale Folgen, wenn man nämlich exzellente Wissenschaftler nicht mehr weiter beschäftigen kann, das ist wichtig für die Akademien, oder wenn man jetzt in einem konkreten Fall jemanden nicht mehr weiter beschäftigen kann, weil ein paar Regeln verändert worden sind und dieser Mensch nun das Land verlassen muss. Das sind sehr ernste Probleme und die werden immer ernster. Warum? Stefan Kühl, ein Name, der Ihnen vermutlich etwas sagt, hat vor nicht allzu langer Zeit ein Aufsätzlein über die Tendenz der Rigidisierung geschrieben. Das heißt Folgendes, denken Sie an das Bologna, an diese Bologna-Idee. Die Minister beschließen etwas, ja, wir wollen die Dinge vergleichbar machen. Da kommt dann unten an, nach der Zwischenstufe durch die nationalen Ministerien, alle BA-Studiengänge müssen gleich aussehen. Das ist nie beschlossen worden, aber das wird sozusagen immer, jede Stufe, die es in der Hierarchie nach unten geht, wird immer komplexer. Und ein weiteres Problem, zu dem ich natürlich nichts sagen kann, das ist die Unterfinanzierung der Universitäten, die natürlich auch der Nährboden für die Akademien sind. Und hier ist diese Unterfinanzierung besonders stark in den Geisteswissenschaften spürbar. Vielen Dank.